Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video nach der Sommerpause. Morgen, 6 Uhr. Erstmal Kaffee und dann geht's los. Da sind wir wieder. Ja, wir sind heute Morgen hier in den Bleder See gelaufen und haben jetzt hier ein paar Tage Zeit in Slowenien, weil eigentlich sind wir auf dem Weg nach Griechenland. Genau, Griechenland ist unser Ziel, da wollen wir den Winter verbringen. Aber wir fahren jetzt noch durch Kroatien, Montenegro, Albanien und werden uns immer so ein bisschen auf der Route was anschauen. Aber wir wollen nicht zu spät in Griechenland ankommen und genau, das ist jetzt unser Weg. Ja, und falls ihr neu auf diesem Kanal seid oder schon länger nicht mehr zugeguckt hat. Wir wollten uns eigentlich in diesem Sommer eine Wohnung nehmen bzw. eine Wohnung ziehen, werden das aber nicht tun. Und warum, wieso, weshalb, das erklären wir euch einfach so innerhalb der nächsten Videos. Und was wir sonst so in der Zukunft planen, erklären wir euch auch. Wir haben nämlich einen richtig guten Plan aufgestellt. So, ihr sollt ja wissen, worum es hier auch teilweise geht in den Videos. Ansonsten würde ich sagen, wir haben Frühstück dabei, wir sind an der Blederburg und die gucken wir uns jetzt mal an und dann geht's was zu mampfen. Ich glaube erstmal was zu mampfen. Na gut, dann erstmal was zu machen. Du siehst auch ganz schön hungrig aus schon. Also ich habe dabei eine halb zerquetschte Banane, ein bisschen Kaffee. Kaffee ist immer gut. Obst und Brot. Geilo. Und irgendwas ist ein bisschen ausgelaufen. So, gehen wir erstmal unserem Raubtier hier ein bisschen was zu trinken und zu essen. Ha? Ja, du bist das andere Raubtier. Ja, ich kriege es nicht so stark. Kannst du haben. Wir genießen noch die letzten warmen Sonnenstrahlen, bevor bald der Herbst einbricht. Ich freue mich schon richtig auf nicht mehr so heiße Tage im Van. Heute darf ich euch mal wieder den tollen und verantwortungsbewusst hergestellten Schmuck von Bona vorstellen. Er besteht aus recyceltem Gold und Silber. Jede Perle hier ist zum Beispiel mit viel Liebe handverlesen und sie variiert in Form und Größe. Ich besitze mittlerweile ein paar Schmuckstücke von Bruna und heute hatte ich Lust, mehrere Ketten zu kombinieren und das gefällt mir echt gut. David besitzt übrigens auch Schmuckstücke von Bruna und ich finde, die stehen ihm echt sehr gut. In der Videobox verlinke ich euch nochmal den Schmuck von Bruna. Schaut doch mal gern vorbei, vielleicht ist ja das ein oder andere Schmuckstück auch für euch dabei. Es ist ja ein Traum, diese Aussicht. Hätten wir eigentlich so nicht entdeckt, wenn wir in die Burg reingegangen wären und dann den ganz normalen Weg, den Google Maps uns angezeigt hat, runter wieder zum See. Weil wir dachten, wir laufen einfach mal um die Burg herum. Und da ist dieser romantische Ausblick direkt hinter uns. Wäre schon schön, muss man sagen. Thank you.
ist auf jeden Fall eine richtig schöne Gegend hier. Ich bin echt froh, dass wir heute Morgen doch so früh aufgestanden sind und hergekommen sind. Ja, richtig schön. Das Licht ist jetzt auch perfekt. Wir haben so schöne Aufnahmen gemacht. Ja. Richtig, richtig toll. Ja, jetzt haben wir so 11 Uhr und das Licht wird langsam schlechter. Ja, und deswegen machen wir uns zu grell. Jetzt, genau, auf dem Rückweg. Mhm. Wir laufen jetzt noch so ein bisschen um den See herum und dann müssen wir noch eine Stunde zum Van laufen. Dann waren wir insgesamt 5 Stunden unterwegs. Aber das genießen wir jetzt ohne Kamera und dann sehen wir uns einfach am Van wieder. Zurück von unserer Wanderung war Melli richtig hundemüde und Nusa natürlich auch. Beide haben sich ins Bett gelegt. Ich hatte aber Bock, einen glutenfreien Kuchen zu machen, der gar nicht gebacken wird. Ich brauche dafür diese Zutaten und nehme die ganzen Nüsse, Datteln und Rosinen in unseren Mixer. Alles schön durchmixen und ja, gucken, dass man einen schönen klebrigen Boden festkriegt. Melli ist davon übrigens nicht wach geworden. Alles schön in die Form pressen und Mascarpone-Creme drüber. Gerne auch mit ein bisschen Joghurt, dann wird es nicht so sticky. Ja, und da ist auch schon die erste wach. Die kriegt natürlich auch ein bisschen was ab. Dann wird das ganze Zeug belegt, macht drauf, was ihr wollt. Wir haben Feigen drauf gemacht, ein bisschen Schokolade und dann kommt das Ganze für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, damit es eine schöne feste Masse gibt. Ja, und weil Melli danach immer noch nicht wach war, habe ich mir gedacht, gut, ich werde noch ein bisschen arbeiten. Das habe ich dann auch gemacht und danach hat Melli immer noch geschlafen und dann habe ich gedacht, na gut, dann spiele ich nochmal eine kleine Runde mit Nusa. Davon wurde Melli dann aber auch wach und es gab endlich Kaffee. Übrigens, das hier ist ein richtig guter Kaffee. Da könnt ihr mal bei unseren Freunden von Mehrwärts vorbeischauen. Mehrwärts.de, da gibt es mehr davon. Dankeschön, Schatz. Ja, willkommen in unserem eigenen kleinen Café. Oh, das sieht so gut aus. Grüß. Danke. Stärkung für die zweite Wanderung heute. Oh mein Gott. So, hast du es bald, du Langschläfer? Wir warten hier alle auf dich. Ohne dich kann das Video hier nicht weitergehen. Fertig! Also, wir haben jetzt nämlich noch die zweite Wanderung für heute geplant. Und zwar geht's hier zur... Ich schreibe euch den Namen der Schlucht hier hin. Es ist eine Schlucht, da zahlen wir eigentlich 10 Euro pro Person Eintritt. Und dann läuft man so einen ganz schmalen Steg entlang, immer nur in eine Richtung. Und ich habe einige Kommentare gelesen, es wird sich nicht so ganz lohnen. Wir haben einen Geheimweg gefunden, wie wir ans Ende dieser Schlucht kommen. Da zahlt man auch keinen Eintritt für, da kann man ganz normal legal hingehen. Und da laufen wir jetzt hin und am Ende gucken wir uns nochmal den Sonnenuntergang von so einem Viewpoint hier an. Der wurde uns per Instagram empfohlen. Also würde ich sagen, let's go in die Richtung. Auf geht's. Schatz, klatscht so. Klatschst du etwa, um die Bären zu vertreiben? Ja, ja klar. In Slowenien gibt es doch viele Bären. Ja, ich weiß. Ich wollte das aber nicht sagen. Ich wusste nicht, dass du das auch weißt. Das weiß ich schon. Ah, ja dann. Komm, das komm, gleich sind wir bei den Wasserfällen. Was ist das denn für eine geile Gegend hier? Also richtig schön um den Bleder See herum mit dieser Windgarklamm, die wir nicht gelaufen sind, aber wir haben sie trotzdem ein bisschen gesehen. Ist total schön hier und das Ganze wurde erst 1891 entdeckt, habe ich bei Wikipedia gelesen. Ich frage mich,
Wieso erst 18,91? Das ist mega laut. Ich frage mich, hat das keiner vorher gehört? Hat sich keiner gefragt, woher das Wasser kommt? Aber jetzt ruhen wir uns aus, jetzt geht's nach Haus, denn morgen geht's wieder raus. Denn morgen geht's nach? Ljubljana. Genau. Und das ist die Stadt der super tollen Cafés. Da gibt's sogar ein Kaffee-Guide. Also da, ich weiß nicht, da gibt's irgendwie so eine Map oder so eine Karte, wo man quasi in allen tollen Cafés geschickt wird. Ja, und da freuen wir uns richtig drauf. Ne? Ja, das ist eigentlich perfekt für uns. Ich freue mich richtig drauf, oder wir. Und da geht's dann morgen für uns hin. Jo, hier, sie hat auch schon Hunger. Und bevor sie sich ihr Essen selber sucht, komm, gehen wir nach Hause. Wir sehen uns. Pfui. Eine schöne Ecke hier. Komm, Nusser. Findest hier hoffentlich keine Mäuse. Na, 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 na. Ja, wir standen da die Nacht auf dem Parkplatz. Es war ein bisschen ruhiger als jetzt gerade in der Nacht. Aber es ist natürlich mitten an der Straße und wir haben 15 Euro bezahlt. Aber es gibt halt keine Versorgung, keine Entsorgung. Aber dafür sind wir nur 20 Minuten von der Stadtmitte entfernt. Und jetzt geht's rein nach Ljubljana. Es ist richtig früh morgens. 8:30, also für unsere Verhältnisse richtig früh. Und schaut mal, wie schön das hier ist. Ja, die Slowenen scheinen Langschläfer zu sein, weil wir haben 9.40 Uhr an einem Freitag und es ist noch richtig ruhig hier. Und die Cafés haben noch alle geschlossen, ja. Die Restaurants. Ja, bis auf das erste, wo wir gerade eben waren. Das war auch das einzige, was schon um 9 Uhr offen hat. Genau. Und wir waren um 9 Uhr da. Ist auf jeden Fall richtig grün und schön hier und wir sind jetzt unterwegs zu einem Foodmarkt, den Melli heute Morgen entdeckt hat. Also den hat uns eine Zuschauerin empfohlen. Die hat gesagt, der ist nur Freitag. Und der scheint richtig cool zu sein. Wir freuen uns, dass wir ganz zufälligerweise am Freitag hier sind. Ja, und hungrig. Und das Wetter noch stimmt. Das auch. Also top, passt. Und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg und sind schon gespannt, was das ist. Und hungrig. Für eine Stadt ist Ljubljana sehr grün. Es gibt einen Fluss, eine Burg, viele Bäume und Pflanzen, eine wunderschöne Altstadt und mindestens 10 gute bis sehr gute Speciality-Coffees. Wir haben uns entlang des Flusses, der auf Deutsch Laibach heißt, in die Altstadt treiben lassen. Viele Orte tragen deutsche bzw. österreichische Namen. Früher gab es eine engere kulturelle Verbindung zwischen Slowenien und Österreich und einige anderen Staaten auch.
Slowenien, so wie wir es heute kennen, gibt es erst seit 1991. Eine sehr junge Republik. Es gibt 2 Millionen Einwohner und Slowenien ist in etwa so groß wie Rheinland-Pfalz. Auf dem Markt gibt es jeden Freitag von 10 bis 21 Uhr Stände, die Essen, Kleidung und Alltagsgegenstände verkaufen. Wir waren gerade hier in so einem Hundeladen und haben nur noch mal einen kleinen Kauknochen geholt. Wir haben nämlich einen vergessen und wir wollen ja heute noch ein paar Cafés abklappern und da in Ruhe sitzen. Und das ist eine gute Beschäftigung für Sie. Auf jeden Fall wollte ich sagen, die Leute sind hier so nett. Also die Stadt ist wunderschön, die Menschen sind super nett, es gibt super viele Cafés. Also wenn alle Stricke reißen, ziehen wir nach Ljubljana, würde ich sagen. Hier gibt es alles, es ist wie in Barcelona, nur ein bisschen kleiner, was ich auch cool finde. Also gefällt mir schon sehr gut hier. Und jetzt geht's ins nächste Coffee. Ja, langsam zieht sich zu. Es fängt ein bisschen an zu regnen. Ich glaube, wir gehen jetzt noch mal kurz in den Vintage-Laden und dann suchen wir uns in einem schönen Café Unterschlupf. Ohne gar nichts, ohne allem. Ich habe jetzt ohne allem genommen, nur French Fries. 5,30 Euro, aber da schon irgendwie 4,30 Euro. Das hat er dir 5,30 Euro abgezogen. Mhm. Aber das ist nur Side Dish, vielleicht ist To Go ein bisschen größer. Ich dachte, es gibt so eine Handtüte zum Mitnehmen. Jetzt haben wir hier so einen Riesenteil für ein paar Pommes. Na ja. Na toll. Es sah von draußen süßer aus, als es tatsächlich ist. Aber es ist lecker. Und Schatz, wie fandst du so die Burg? Eine Burg halt, ne? Ja, wir waren nicht drin in der Burg. Aber wir haben uns Pommes geholt und sind hier hochgelaufen und es war anstrengend. Wir wollten einfach nur ein bisschen Fitness nach den Pommes machen. Ja, und wir wollten halt mal zur Burg hoch. Aber es kostet auch wieder Eintritt, haben wir uns vorher schon gedacht. 14, 12 Euro sind es pro Person, ne? Ja, mit Audioguide 16. Audioguide. Und ja, wie bei der Bleder, wie bei der am Bledersee, bei der Burg, sparen wir uns das auch, würde ich sagen. Aber es ist schön. Und hier ist auch einiges los. Ihr könnt das hier sehen. Leute. Und hier ein okay, so groß ist er nicht. Aber halt so ein Elektro-Shuttlebus. Die gibt es in der ganzen Stadt, diese Elektro-Shuttlebusse, auch richtig cool. Also seid vorsichtig, die hört man nämlich nicht und auf einmal stehen die hinter einem. Ja, richtig nice. Und wir laufen jetzt hier noch mal ein bisschen und dann fängt es aber in 2 Stunden richtig doll an zu regnen. Deswegen haben wir nicht mehr viel Zeit. Wir haben auch gar keine Regenschirme dabei, sind richtig schlecht vorbereitet. Nicht mal Wasser haben wir mitgenommen. Ja, wir sind mal wieder super ausgestattet. Wir haben zwei Monate Reisepause gehabt, jetzt müssen wir uns auch erstmal wieder dran gewöhnen. Aber wir gehen jetzt eh nochmal in einen Café, bevor wir dann zurück zum Van laufen. Genau. Korrekt. Das war's dann. Wir sind ja eigentlich nur wegen den Cafés hergekommen, ne? Eigentlich ja. Burgen haben wir gar nicht eingeplant. Nee. Wir geben 12 Euro, das heißt, wir können 5 Cafés trinken. Ja. Wir rechnen immer einen Kaffee. Es wird immer jeder zu seiner Währung, wir rechnen einen Kaffee. Oder 250 Gramm Kaffee. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir in der Woche mit klar. Ja, man muss Prioritäten setzen. Solange diese YouTube-Videos nicht durch die Decke gehen, müssen wir einfach Prioritäten setzen, Freunde. Wenn das dann Millionen Aufrufe hat, dann können wir dann uns können auch, wir uns so auch die Burg mal von innen angucken. Auf genau. Alle Fälle. Dann könnt ihr die auch mal sehen. Und da könnt ihr für sorgen, wenn ihr wollt, dass wir in die Burgen reingehen, liken und kommentieren und teilt das mit euren Freunden.
okay. Ja. Ja, muss mal gesagt werden. So. Ja, und damit sagen wir bis nächste Woche. Wir wissen selbst noch nicht, wo es lang geht, aber wir sehen uns dann. Ciao. Ja, oder? Ja, oder? So, jetzt mach mal Brot an. Perfekt.